Hallo und herzlich willkommen nochmal zu Auf einen Kaffee mit und heute zur Frage, welche Maßnahmen helfen gegen Radikalisierung im Zuge der Corona-Pandemie? Wahrscheinlich habt ihr alle noch die Bilder im Kopf, die jetzt vor einigen Tagen uns aus Leipzig erreicht haben. Da haben ja mehrere 10.000 Leute gegen die aktuellen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert und es waren auch wieder allerlei Gruppen dabei, die wir auch schon von früheren Demonstrationen kennen, aus Berlin zum Beispiel, also Neonazis, Reichsbürger, Anhänger diverser Verschwörungsideologien und spätestens seit der Großdemo in Berlin Ende August wissen wir ja auch, dass solche Gruppen versuchen, die Proteste für sich zu nutzen und öffentliche Räume auch möglichst symbolträchtig zu besetzen. Das war in Berlin der Reichstag oder jetzt in Leipzig auch der Ring. Und wir wollen heute fragen, wie kann man darauf angemessen reagieren? Natürlich vor allem auch mit Blick auf die politische Bildung, Zivilgesellschaft und freuen uns sehr, dass dazu Timo Reinfrank zu Gast ist. Er ist Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich für eine Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus einsetzt. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Timo. Ja, Ole, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wir wollen vor allem über Handlungsmöglichkeiten sprechen, aber ich glaube, gerade nach dem letzten Wochenende jetzt lohnt es sich einfach nochmal mit der aktuellen Entwicklung auch einzusteigen. Und ich habe eben ein paar Stichworte genannt. Was sind eigentlich für Akteure unterwegs? Ihr beobachtet als Stiftung die Entwicklung ja über viele Jahre und jetzt natürlich auch seit dem Sommer nochmal verstärkt. Wie schätzt du das ein? Welche Akteure sind im Moment an diesen Protesten beteiligt? Na, du hast das ja in der Anmoderation schon so ein bisschen gesagt. Es ist vor allen Dingen eine breite Mischung, aber ich würde halt sagen, das Entscheidende ist halt auch, dass die Anmelderinnen das einkalkulieren, dass Neonazis, Hooligans und andere antidemokratische Akteure da mitlaufen. Und ich glaube, der Unterschied zu Leipzig, was unsere Zählungen angeht, und es gibt ja auch die Initiative Durchgezählt aus Leipzig, die ja auch von 45.000 Teilnehmenden der Proteste oder Demonstrationen ausgeht, sind wir im Prinzip auf einem ähnlichen Niveau als das, was in Berlin an Menschen unterwegs war. Ne? Da hieß es ja von der Polizei 18.000. Ich glaube, auch da könnte man sagen, es waren wahrscheinlich auch doppelt so viele mindestens. In Berlin war es ja noch ein bisschen das Diffuse, aber das Interessante ist halt, wie gesagt, dass man, glaube ich, im Vorfeld schon eine eindeutige Mobilisierung aus der rechtsextremen und verschwörungsideologischen Milieus gesehen hat und dass es eben im Gegensatz zu Berlin, wo es zwar aus meiner Sicht schon absehbar war, aber wo ja alle im Nachhinein nochmal gesagt haben, irgendwie, das war ja gar nicht absehbar, obwohl es eben entsprechende Aufrufe zum beispielsweise Sturm auf dem Reichstag schon vorher in entsprechenden Telegram-Gruppen gab, war, glaube ich, in Leipzig spätestens der Moment, wo man nicht mehr hätte überrascht sein sollen. Und ich fand es auch nochmal interessant, aus unserer Perspektive hat sich das Milieu auch nochmal ein bisschen verändert, während in Berlin alle Leute erstaunt waren darüber, dass so viele Reichsbürgerinnen und Bürger da auf einmal da waren. War es in Leipzig so, dass es ein deutlich klassischeres rechtsextremes Milieu und dieses gewaltbereite Hooligan-Milieu waren, die das so ein bisschen mehr dominiert haben. Es war viel aggressiver nochmal als in Berlin. Und es waren in der Nachbereitung wirklich schockierenderweise, fand ich, dass dieses gewaltbereite Potenzial überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Ich weiß nicht, ob ich habe mir die Pressekonferenz hinterher angeguckt, die leider auch ein Livestream ohne Diskussionen war. Da hat dann der Ministerpräsident sehr deutlich nochmal gesagt, welche Gefahr von solchen Superspreader-Events genannt, weil eben auch wirklich ein großer Teil keine Maske getragen hat. Aber der Innenminister hat dann eben vor allem der Polizei gedankt, gesagt, es war ein guter Verlauf und nur abends gäbe es die Krawalle dann eben aus Leipzig-Konnewitz, die ich jetzt auch gar nicht beschönigen will, aber es wirkte halt so, als ob die Demonstration friedlich war
obwohl Journalisten angegriffen sind, obwohl Polizeiabsperrungen durchbrochen worden sind, obwohl einzelne Leute gejagt worden sind. Und das verwundert dann schon, ne? dass man da nicht... Ich bin ja immer dafür, dass die Polizei angemessen reagiert und verhältnismäßig und auch bei rechtsextremen Demonstrationen. Aber wenn wirklich Gewalt ausgeübt wird, dass dann damit zweierlei Maß gemessen wird. So, und das, finde ich, ist so ein bisschen, erinnert eben an die Anfänge von dem Umgang mit Pegida, wo man sich auch sehr unsicher war und dann im Nachhinein dankenswerterweise festgestellt hat, dass es auch rechtsextrem dominiert war, zunehmend. Und also man hat, wenn man so will, du hast ja auch von Protesten gesprochen, ne? Also ich bin da immer so ein bisschen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es sind nicht nur Proteste, sondern es sind auch Corona-Leugner, Leute, die eben das gezielt instrumentalisieren. Und das, finde ich, muss man auch benennen. Aber das passiert in Sachsen nicht. Und so verpasst man eben auch eine Chance, eine weitere Radikalisierung zu unterbrechen. Vielleicht erstmal so. Ja, also eine sehr heterogene Gemengelage. Und wenn wir darüber sprechen, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir eigentlich, was hilft gegen Radikalisierung, dann glaube ich, ist es ja auch gut, diese Gruppen auseinander zu sortieren und die Ebenen auch klar zu kriegen. Ich würde vielleicht in unserem Gespräch versuchen, weniger auf die verfestigten Milieus zu gehen. Also ich glaube, was gegen Reichsbürger hilft oder gegen wirklich neonazistische Strukturen, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Vielleicht bleiben wir eher so bei dieser Gruppe von Menschen, die sich jetzt unter diesem Thema nochmal mobilisieren lässt und offensichtlich bereit ist, auch auf solche Demonstrationen zu gehen, wenn dort andere Gruppen, über die wir gerade gesprochen haben, auch präsent sind. Da stellt sich ja die Frage, wie erreicht man die eigentlich? Ihr habt angefangen, dazu auch Ideen zu entwickeln mit einem Papier, was ihr bereits im September veröffentlicht habt. Das hieß, Deradikalisierung bedeutet Infektionsschutz. Und da würde ich gerne auf einige Punkte auch mit dir mal im Detail eingehen. Das eine, ich habe gerade gestern ein Zitat gelesen von dem Protest- und Bewegungsforscher Dieter Rucht auf jetzt.de. Und er hat quasi gesagt, ich zitiere es einfach mal, wenn man die Parlamente in die Entscheidungen mehr einbeziehen würde, dann hätten viele Bürger weniger den Eindruck, dass da nur was von oben herab beschlossen wird, ohne dass es ausreichend diskutiert wird. Wenn um Lösungen gerungen wird, dann kommen vielleicht auch vernünftigere Lösungen raus, als wenn ein kleiner Kreis darüber entscheidet. Und er schlägt dann vor, dass es mehr Räume geben müsste, wo eben jetzt auch Unmut über die aktuellen Maßnahmen formuliert werden kann. Also, ich sage jetzt mal, Prävention durch mehr demokratischen Streit. Und da würde mich interessieren, ist das eine Einschätzung, die du teilst? Ja, natürlich teile ich diese. Und ich glaube, das war ja auch die zentrale Beobachtung, die wir gemacht haben am Anfang, dass als es den ersten Lockdown gab, waren sowohl die Parteien als auch die Zivilgesellschaft so ein bisschen erstarrt, weil man sich erstmal sortieren musste. Erstmal hat jeder geguckt, geht es eigentlich einem, wie geht es einem, den Familien, dem drumherum. Und in Sachsen hat beispielsweise die AfD schon wieder jedes Wochenende irgendwie Zeitungsbeilagen gemacht und Stände auf Marktplätzen in verschiedenen Städten. Es gab eine breite Mobilisierung dieses Proteste- oder Leugnermilieus. Ich war in der Zeit in Ostsachsen, habe mir das also auch nochmal da vor Ort angeguckt, wie dann da am Mittwoch, am Samstag und am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen protestiert wurde, obwohl das ja eigentlich in vielen ein Traum war für viele Rechtsextreme, weil die Grenzen geschlossen waren, weil auch es auf einmal sehr stark und autoritär zuging. So. Aber vielleicht, um am Anfang anzufangen, ich glaube, es macht total Sinn, diese Milieus nochmal zu sortieren, ne? Weil ich auch im Hinblick auf, wo wir glauben, wo wir ansetzen müssen. Ne? Ich meine, wir sind als Stiftung mit dem Untertitel für zivilgesellschaftliche Initiativen, ist, glaube ich, immer ganz klar, uns geht es darum, die Betroffenen, die auch von so einer Situation, unter so einer Situation leiden, in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, ich würde erstmal sagen, die 80%, die sich da klar gegen positionieren, die sich auch impfen lassen, die Verantwortung solidarisch übernehmen. Und ich glaube, mit denen, da gibt es ja auch viele Leute, die sich unsicher sind, ne? Und die auch
ich zum Beispiel bin schwer genervt. In der einen Klasse von meinem Sohn wird nur das Corona-positiv getestete Kind nach Hause geschickt. In meinem Kindergarten wird der ganze Kindergarten geschlossen aufgrund einer positiv getesteten Erzieherin. Also, und das als berufstätige Eltern ist man schwer genervt von diesem Wirrwarr. Ich finde, es gibt total viele gute Gründe, so unabhängig davon, dass man jetzt auch nochmal gucken sollte, was in diesen Parlamenten angeht. Und ich glaube, das ist eben im Prinzip auch die Stunde der politischen Bildung, wenn man das jetzt so will, ne? Also, dass man mit den Leuten, die offen sind, jetzt auch einfach mal diskutiert, was heißt das eigentlich, was passiert da jetzt gerade. Und der Sozialwissenschaftler Wilhelm Heidmeier weist ja auch immer zu Recht darauf hin, dass in Krisenzeiten Leute eher bereit sind, autoritäre Maßnahmen zuzulassen und dem zuzustimmen. Und historisch ist es ja immer so, wie beispielsweise der Notstandsgesetzgebung in den 60er Jahren in Westdeutschland, als es einen starken innenpolitischen Konflikt gab, dass danach solche Maßnahmen oder auch solche Gesetze nicht aufgelöst werden, ne? Also die werden nicht, wie beispielsweise in den USA es punktuell gemacht wird, wo Gesetze befristet werden. Das passiert in Deutschland nicht. Und das wäre zum Beispiel so ein Punkt, über den wir uns auch ganz dringend mal unterhalten müssen. Und was macht das auch mit uns, ne? Also insofern, ich würde immer sagen, das ist genau wie diese sogenannte Flüchtlingskrise in den 50er und 60er Jahren. Wir müssen uns einfach nochmal grundlegend unterhalten. Und im Hinblick auf die frühere Präventionsarbeit, wo wir ja immer alle uns einig waren, dass die NPD höchstwahrscheinlich, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch bestätigt, verfassungswidrig ist, beziehungsweise war. Da konnte man immer eine klare Brandmauer ziehen. Aber, und ganz viele Diskussionen, das hat uns dann ja hinterher, haben uns die Wahlerfolge der AfD auch gezeigt, die sind nicht geführt worden. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Wichtig ist aber, glaube ich, auch, was die Einstellungsforschung uns seit Jahren sagt. Es gibt ein Milieu von ungefähr 10, 15, 20% von Leuten, die einfach sehr autoritär eingestellt sind und die jetzt nicht geschlossene rechtsextreme Weltbilder haben, aber die sehr ausdifferenzierte Ressentiments haben. Ja? Also man sagt jetzt ja nicht mehr, also das Wort Ausländerfeindlichkeit, der klassische Rassismus nimmt ab. Dafür haben wir Vorurteile gegen zu viele Muslime, gegen zu viele Zuwanderer, gegen zu viele Flüchtlinge her. Also es wird, man kann das viel besser begründen und es wird ausdifferenzierter. Und ich glaube, das zur Kenntnis zu nehmen, da in die Intervention zu gehen und dann eben auch mit den Leuten, die sich erreichen lassen, weil das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn wir dann vor allen Dingen immer auf dieses Milieu da in Leipzig gucken, was da demonstriert hat, oder eben diese 20%, dann vernachlässigen wir die breite demokratische Mitte der Gesellschaft oder auch das ganze Feld der klaren Demokraten. Und so. Aber natürlich glaube ich auch, man kann mit den Leuten in dieser Demonstration in Leipzig auch reden, wenn es denn möglich ist. Und ich glaube, das ist das, weil du ja nach dem Papier gefragt hast, was wir empfehlen. Es muss eine Diskussion auf Augenhöhe möglich sein. Ihr müsst euch dieser Diskussion gewachsen fühlen. Das heißt, ich würde immer raten, wenn man das Gefühl hat, der schreit einen eh gleich nieder, dann braucht man auch in die Diskussion nicht zu gehen. Also man muss das Gefühl haben, es gibt da eine Ebene der Diskussion und man kann sich auch auf die persönlichen Argumente des jeweils Gegenübers einlassen, weil das ist immer ganz wichtig, wenn wir merken, dass eine Diskussion einen Rahmen hat, wenn sie geframed ist, wenn wir da sind, wir unterhalten uns jetzt nicht darüber, dass die Juden schuld sind oder Frau Merkel eine Geheimregierung durchsetzen will, dann gibt es auch eine Möglichkeit der Auseinandersetzung. Und wie gesagt, ich finde es auch falsch, und das ist so, weil du ja auch nochmal nach den Akteuren gefragt hast, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, die aktiv mit sehr viel Energie, mit der Hilfe von PR-Agenturen und sehr viel Geld diese Demokratie abschaffen wollen. Und zwar ganz. Es gibt ja immer Situationen, die einem jetzt nicht passen, aber fundamentale Rechte sollen eingeschränkt werden. Und das geht vor allen Dingen gegen Minderheiten. Und wir wissen ja im Leben, es ist so, man ist schnell in so einer Minderheit. Und alle Leute, die das dann auch noch offensiv verteidigen, Journalisten,
zivilgesellschaftliche Aktive, die sozialen und Wohlfahrtsverbände, alle, die eben die Werte des Grundgesetzes auch leben, die werden dann auch schnell persönlich angegriffen. Und da, finde ich, muss man eben auch klar sagen, da gibt es eine Grenze und das akzeptieren wir nicht. Und das wäre mir, glaube ich, wichtig, als so eine Grundvoraussetzung erstmal. Und letzter Punkt vielleicht im Hinblick auf die zentralen Akteure, die es da gibt, wenn man sich das mal anguckt. Wir haben ja eine totale Veränderung in der Kommunikation gehabt. Während die flüchtlingsfeindlichen Proteste noch in Facebook-Gruppen diskutiert worden sind und auch da Angriffe, Anschläge, Dorfgemeinschaften aufgestachelt worden sind, haben wir jetzt diese Telegram-Messenger, die viel schneller sind, weil es immer wie so eine SMS, man reagiert da ganz anders drauf, es ist viel näher, es sind viel mehr, es gibt überhaupt keinerlei Form von strafrechtlicher Verfolgung, die man fürchten muss, weil Telegram nicht unter dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt und weil Telegram auch nicht mit den staatlichen Institutionen, vor allem der Strafverfolgung, kooperiert. Also hat man da im Prinzip ein freies Feld und das, finde ich, ist ein riesiges Problem. Und es gibt einfach zunehmend Akteure, 30, 40, 50, die das eben gezielt nutzen und die ganz andere Reichweiten haben, als beispielsweise das jetzt so eine klassische NPD hat. Also wenn ich mir jetzt angucke, ich will jetzt gar nicht die Namen nennen, aber wenn man sich die verschiedenen Plattformen anguckt, dieser Corona-Leugner-Akteure, dann würde ich sagen, die sind mittlerweile relevanter und größer, als die NPD es jemals war. Und ich finde, das muss man sich vor Augen halten, ne? was so die Mobilisierungsfähigkeit und die Reichweite angeht im Verhältnis dazu, dass wir früher uns immer schon aufgeregt haben, wenn die NPD mal in die Parlamente kam, wo die ganzen Abgeordneten dann ganz schockiert waren, dass sie auf einmal mit Nazis im Fahrstuhl fahren mussten. Aber so ist für viele Flüchtlinge oder People of Color halt der Alltag, wenn sie so häufig bedroht werden in vielen Regionen. Ne? Welchen Stellenwert würdest du dem denn beimessen, wenn jetzt auch prominentere Persönlichkeiten stärker in den Medien präsent sind und zum Beispiel Verschwörungserzählungen verbreiten? Also ändert das substanziell aus deiner Sicht auch etwas, wer da erreicht wird? Ja, natürlich. Also sie haben eine ganz entscheidende Scharnierfunktion in den sogenannten Mainstream. Wenn man sich beispielsweise Xavier Naidoo jetzt mal nimmt, mit dem wir als Stiftung ja auch eine interessante Geschichte haben, ne? Weil er sich ja auch mal klar gegen Nazis positioniert hat und mittlerweile findet, dass wir ihn gebrainwashed haben, ihn instrumentalisiert haben damals. Er wollte das alles gar nicht. Aber der hat eine riesige Fangemeinde, ne? Und das sind ja auch Leute, wo man sich so ein bisschen aufgehoben fühlt, wo man die Musik mag. Also wird auf einer ganz anderen Ebene, als das ist jetzt ein klassischer politischer Akteur. Und wenn man sich zögere immer, es Leuten zu empfehlen, aber es ist einfach so eindrücklich, als er von dieser QAnon-Verschwörung erzählt, ne? Wo überall gerade Kinder in geheimen Kellern gefangen gehalten werden und ihr Blut ausgesaugt wird, um damit Medikamente, Hormone für das Überleben der reichen Elite herzustellen und die jetzt überall befreit werden und er weint da, ne? Dann merkt man halt eben, das ist entweder extrem gut geschauspielert oder dieser Mensch ist wirklich schon in einem Wahn. Und also er kommt sehr authentisch rüber. Es geht um Kindeswohl, was ein sehr emotionalisiertes Thema ist, was er sehr gut inszeniert. Also das wäre so ein bisschen meine Antwort, was diese neue Bewegung ja auch nochmal gefährlich macht. Ne? Also das war so ein bisschen, was ich früher meinte, bei bestimmten Themen oder Personen oder Parteien gibt es so eingeübte Mechanismen, die manchmal auch gar nicht hinterfragt werden. Und deswegen ist mir ja auch die Rolle der politischen Bildung so wichtig, dass man eben auch eine inhaltliche Auseinandersetzung sucht und guckt, was hat man eigentlich dagegen. Ja, da können wir ja gleich auch mal in die Runde dann geben und hören, was die verschiedenen Fachkräfte, die da sind, so beizutragen haben. Ich würde dir trotzdem gerne noch eine Frage auch dazu stellen. Welche Zielgruppen sind aus deiner Sicht besonders in den Blick zu nehmen? Ich arbeite im Feld der politischen Jugendbildung, viele Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, auch. Manchmal stellen wir uns die Frage, ist das quasi die primäre Zielgruppe, die zu adressieren ist?
Ihr nennt im Papier unter anderem ja auch Zielgruppen, die man vielleicht sonst nicht auf dem Schirm hat, also beispielsweise in der sozialen Arbeit oder im Gesundheitswesen. Das würde mich interessieren, was ihr da vielleicht auch an konkreten Ideen habt, wie sowas aussehen könnte. Also mein Eindruck ist nach wie vor, ich glaube, es macht total Sinn, dass das jetzt auch das Breitenthema ist, diese Corona-Proteste einerseits, aber auch die Auseinandersetzung mit diesen Corona-Maßnahmen, weil ich eben schon glaube, dass viele Leute beunruhigt sind und ich würde es auch in der Breite ernst nehmen und man muss sich das genauer angucken. Und ich glaube, da ist auch eben das, was ich meinte, ist auch eine große Chance. Ne? Also weil natürlich viele Leute Fragen haben, wenn ich jetzt einfach meine Kinder angucke, die natürlich auch fragen, was ist denn jetzt so schlimm daran, die das auch nicht akzeptieren wollen für ihren Alltag. Und wir merken ja gerade, Kinder und Jugendliche werden gerade wieder, man hört ihnen nicht mehr zu, sondern sie sind nur noch eine mögliche Virusträger. Und das kriegen sie ja auch in den Kindern, Schulen, Jugendeinrichtungen mit. Ne? Da wird nicht mehr gefragt, was macht dieser Virus eigentlich mit euch? Wie wollt ihr euch eigentlich schützen? Was wollt ihr eigentlich für den Hygieneprozess? Sondern es ist alles top-down. Deswegen würde ich sagen, es ist total wichtig, da auf Kinder und Jugendliche zuzugehen. Und ich habe jetzt den aktuellen Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung noch nicht zu Ende gelesen, aber ich glaube, das ist da auch ein zentrales Thema. Ne? Partizipation, Mitnahme und Kinder und Jugendliche wieder aus dieser Objektstellung rausholen. Und das Zweite ist eben, dass wir merken, dass diese Gruppe derjenigen, die von Corona-Leugnern, Verschwörungsideologen angegriffen wird, du hast es gesagt, medizinisches Personal, Ärzte, Wissenschaftler sind. Also ich glaube, das, was ja auch immer selbstverständlich schien, aber nie ausdiskutiert worden ist, auf welcher Basis verständigen wir uns hier, welche Rolle spielt Wissenschaft? Und wie gehen denn eigentlich, also mein Eindruck war, im Bereich medizinisches Personal oder Ärzte, die sind ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass auf einmal Leute sagen irgendwie, von wem werden Sie denn gesteuert? Pflanzen Sie mir jetzt hier einen Chip ein? Oder sich da zum Teil auch aggressiv wehren, selbst wenn Sie Corona haben. Ne? Also es gibt da ja wirklich absurdeste Berichte. Wir haben immer mit Schulen auch Krisentelefone, Mädchennotrufe. Also das ist ein riesiges Thema einer konfliktiven Auseinandersetzung im Moment auch. Innerhalb der Familien, innerhalb des Bekanntenkreises. Deswegen, also ich würde sagen, es ist nach wie vor ein Thema für die Breite und ich glaube, es betrifft auch gerade jeden. Genau, und das andere, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, ist, wenn man sich diese Corona-Proteste anguckt, das ist ja ähnlich wie bei Pegida, dass einem einfach auffällt, da sind keine jungen Leute. Ja, kann man jetzt sagen, sprechen einem einerseits nicht an und andererseits würde ich halt auch sagen, wir merken, dass ist bei dieser Leute im berufstätigen Alter oder auch sogar älter in der Rente, gibt es kaum angemessene Formate der politischen Bildung. Wir erreichen sie im Berufsleben sowieso nicht. Und so zynisch wie das ja immer ist, scheint mir auch durch die Bundesregierung und das Programm Demokratie leben als ein zentrales Präventionsprogramm, dass es immer Kinder und Jugend fixiert. Ne? Und man hat so das Gefühl, die älteren Leute sind überhaupt kein Problem. Und gleichzeitig wissen wir, dass sie eine enorme Rolle bei der Bildung von jüngeren Leuten spielen, was so intergenerationelle Weiterbildung und was Weitergabe angeht. Und ich finde es auch total zynisch zu sagen, irgendwie wir investieren bei Leuten über 60 nicht mehr in politische Bildung. So, die haben ja ein riesiges Potenzial nach wie vor. Und diese Best-Ager in der Wirtschaft werden sie ja ganz anders eingesetzt, weil die Unternehmen auch nochmal sehen, welche zentrale Funktion, wie viel Wissen da ist, ne, und was für Verbindungen da. Und das wäre auch nochmal wirklich, also das Plädoyer zu gucken, wie konzentrieren wir uns nicht nur auf Kinder und Jugendliche, sondern wie gucken wir auch nochmal, wie können wir diese Zielgruppen erreichen, wie können wir auch intergenerationelle Angebote stärker machen. Das fände ich interessante Punkte da. Ja, Timo, wir haben gerade im Gespräch hier im Kreis der Fachkräfte in der politischen Bildung und auch im zivilgesellschaftlichen Handeln, glaube ich, ein paar ganz interessante Aspekte gehört und ein paar möchte ich mit dir nochmal aufgreifen. Und zwar war, glaube ich, sehr spürbar eine Suchbewegung, wie kann ich im persönlichen Umfeld damit umgehen? Fühle ich mich fit
fachlich, persönlich darauf zu reagieren, wenn mir Dinge begegnen, die ich problematisch finde, und wo ziehe ich vielleicht auch die Grenze zwischen persönlicher, oder sagen wir, zwischen Kritik, die berechtigt ist, und dem, wo es in eine Argumentation abrutscht, die vielleicht schon mit Verschwörungserzählungen zu tun hat. Du hast eingangs dazu schon mal was gesagt, aber vielleicht hast du auch noch konkrete Tipps und Hinweise. Weihnachten steht vor der Tür. Da gibt es vielleicht beim einen oder der anderen auch noch mal mehr Begegnungen. Genau. Aber dann Corona-konform. Nein, was ich wirklich noch mal als Hinweis für diese Argumentationsebene hochhalten wollte, ist diese kleine Handreichung, wissen, was gespielt wird, Krise, Corona und Verschwörungserzählungen. Da wird noch mal auf diese gängigsten Argumente eingegangen. Das könntet ihr euch kostenlos auf der Website der Amadeo-Antonio-Stiftung entweder runterladen oder ich liebe Papier. Ist auch 100% Altpapier, kann man sich auch für die Verwandten bestellen. Nein, aber ich glaube, natürlich muss das jeder für sich selber austesten, wo die Grenzen liegen. Was wir aus der Forschung wissen, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Verschwörungserzählung nicht reproduziert. Also wenn man in die Auseinandersetzung geht, dass man dann nicht einfach immer von den mächtigen Eliten spricht oder von denen, die dahinter stehen, sondern dass man, weil das ist das aus dieser Framing-Theorie, eben wenn man das mehrfach gehört hat in unterschiedlichen Situationen, dann nimmt man das als mögliche Realität an und dann wird es problematisch. Also das ist immer, glaube ich, ganz wichtig, dass wir gucken, wie wir sprechen, worüber wir sprechen und das auch, wenn man natürlich in der pädagogischen Situation, die ja immer Beziehungsarbeit ist, in Interaktion mit den Leuten auf sie eingeht, dann würde ich sagen, ist da einerseits eine Grenze irgendwie, wie man das framet, wie man das wiederholt. Und natürlich muss sich jeder seine eigenen Grenze, und ich glaube, das ist auch unterschiedlich, bewusst sein. Ne? Also ich bin da relativ schmerzfrei und sage irgendwie, aber von vornherein irgendwie, wenn es antisemitisch oder rassistisch wird, dann bin ich raus. So, ja. Also, und ich finde, das kann man von vornherein klar machen. Und man muss auch sagen, ich diskutiere zwar neutral, aber es gibt eben nicht nur strafrechtliche Grenzen, sondern auch ethische Grenzen oder von mir aus auch das Grundgesetz. Das heißt nicht, dass man das nicht auch kritisch in Frage stellen kann, aber ich, wie gesagt, ich glaube, es ist Grenzen setzen, die Sachen nicht reproduzieren. Das sind die zentralen Sachen. Und sonst, ich habe mich da in allem wiedergefunden, was ihr gesagt habt. Und ich fände es auch wichtig, so eine Argumentationsstrecke mal auszuprobieren oder auch machen. Und dieser Hinweis, den Burkhard ja auch nochmal gesagt hat, ich glaube, wir brauchen in den Medien auch Vorbilder, weil das war unser Beispiel, die Heute-Show zum Beispiel. Das, ja, die Medien waren angesprochen. Also wo läuft da für dich eine sinnvolle satirische Auseinandersetzung vielleicht? Wo könnte sie auch verletzend werden? Das war, glaube ich, eine Frage, die damit aufgeworfen war. Ja, hat Burkhard alles, glaube ich, gesagt. Also es geht eben wirklich darum, ich persönlich kenne keine. Ich würde mich total freuen, wenn Leute Lust haben, auch nochmal Satire-Sendungen, die sie als gelungen finden. Ich finde, es gibt wenig im Moment, was da gelungen ist. Dazu würde ich eben explizit die Heute-Show hören, zählen, weil mich das sehr geärgert hat. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, was Burkhard auch gesagt hat, oder Isgard, es geht darum, das Gegenüber nicht zu verletzen. Man braucht gar nicht erst anfangen, wenn man das irgendwie die Leute gleich runtermacht, irgendwas als dumm oder bescheuert sagt, dann kann man sich die Auseinandersetzung sparen. Ne? Dann sind bei allen anderen auch gleich die Schotten zu. Und da würde ich auch, es geht, wir wissen ja auch, wie wichtig irgendwie eine Form von Anerkennung ist des Gegenübers. Und man will sich ja mit den Positionen auseinandersetzen und nicht den Menschen insgesamt runtermachen. Vielleicht kannst du noch zwei Sätze zu der Heute-Show sagen. Haben möglicherweise nicht alle gesehen. Ach so, es ist einfach, ich glaube, es gab schon mehrere Sachen bei der Heute-Show, die so ähnlich funktionieren. Da ging es um die Corona-Proteste am Bodensee vor, ich weiß nicht was, 4 Wochen. Und da war es eben dieses klassische lächerlich machen, lustig machen über die absurden Sprüche, die da immer kommen. Das kann man ja auch machen, aber ich finde, das ist kein gutes Beispiel, weil man nicht das Gefühl hat, also dass da weder der CDF-Moderator jetzt mit einem guten Abgang rausgeht, sondern die Leute bleiben dann da. Also denen wird es von den Kopf geknallt und dann war es das. Und das finde ich persönlich nicht überzeugend, sondern ich möchte einfach
wenn man schon eine Auseinandersetzung zeigt, dann muss es auch funktionieren. Und ich finde, da funktioniert es einfach nicht. Verstärkt ja vielleicht auch nochmal Narrative, die es sowieso schon gibt, auch über die öffentlich-rechtlich finanzierten Medien. Genau. Ja. Interessant fand ich eben in der Diskussion noch den Aspekt, wo sind die Grenzen dessen, was rational bearbeitet werden kann und wo sind es vielleicht auch persönliche Ängste oder Erfahrungen, die eigentlich kaum zu bearbeiten sind, ist ja auch eine Frage an die politische Bildung. Was ist in politischer Bildung möglich? Was kann man auch versprechen als sozusagen Effekte von politischer Bildung? Glaube ich, können wir aber so stehen lassen, es sei denn, du möchtest reagieren. Nee, ich glaube, man muss einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass viele Leute auch ja immer eine Vorgeschichte haben und auch persönliche Krisen damit reinbringen. Und das war das, was ich zu diesem Sektenhaften gesagt habe. Ne? Also ich glaube, es braucht da neue Formen der Auseinandersetzung auch damit. Und gerade weil ihr ja auch, weil hier ja ein Großteil auch aus dem evangelischen Trägerkreis kommen, wir arbeiten sehr eng mit den Sektenbeauftragten zusammen aus der EKD, die eben aus unserer Sicht da, was so die pädagogische Intervention, die Auseinandersetzung bei den Leuten mit einem sehr geschlossenen Weltbild, würde ich jetzt sagen, dass das da hilfreich ist. Und ich würde mir dann auch wirklich Hilfe von Profis suchen. Ja? Wenn man das Gefühl hat, man kommt da nicht weiter, aber die Personen sind einem wichtig oder sowas, das ist ja auch ein Zeichen. Ne? Und in der Regel kann man ja, also spielt es ja auch, das würde ich immer nicht vernachlässigen, auch wenn es im Moment nicht funktioniert. Wenn andere Leute dann aber mit einer ähnlichen Argumentation zu der Person kommen, das ist ja immer ein Prozess, passiert ja in den Leuten auch was. Das heißt, man muss auch nicht unmittelbar Erfolg haben, sondern es kann auch dann das dritte Gespräch, der Spiegelartikel oder irgendein Zeitungsartikel und dann vielleicht auch eine Fernsehdebatte sein und dass man die Leute irgendwie jetzt auch nicht sofort überzeugen muss, sondern dass man ein Steinchen setzt, wozu noch viele andere folgen können. Ich würde gerne mit dir noch in so eine kleine Schlussrunde gehen. Hab da drei Perspektiven im Kopf. Die erste, du hattest schon Stichworte genannt, Ambiguitätstoleranz, das knüpft jetzt an das, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Die Frage, wie vermittelt man vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse nochmal anders? Ich würde dich gerne einfach nochmal fragen, was wären vielleicht 2, 3 Stichpunkte, die du primär präventiv in der politischen Bildung in der jetzigen Lage als besonders spannend sehen würdest, wo du sagen würdest, da lohnt es sich, vielleicht auch Neues zu entwickeln oder noch stärker reinzugehen. Was ich ja interessant fand, dass meine Kollegen, die jetzt diese beiden Demonstrationen in Leipzig und Berlin beobachtet haben, die kamen irgendwie wieder und sagten, oh, das kann ja nicht sein, die Leute haben ja die grundlegendsten Sachen nicht verstanden. Ne? Also ich finde, es ist immer wieder doch faszinierend, wie Leute glauben, also dass sie vollkommen autoritär fremdbestimmt werden und dass es fehlt, also dieses Stichwort Selbstwirksamkeit, ne? Dass Leute einfach merken, sie können selber was verändern und sie werden auch gehört. Und da, weil du ja den Protest vor Sarucht gesagt hast, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass die Parlamente, die sich das ja recht jetzt auch dankenswerterweise erkämpft haben und da jetzt offensiv in die Auseinandersetzung mit den Landesregierungen gehen, sondern es muss auch, die Leute vor Ort müssen auch mitgenommen werden. Ne? Was ich gesagt habe, geht nicht darum, die Leute nur zu so Objekten und als potenzielle Virenspreader zu betrachten, sondern dass sie eben auch Teil der Lösung sein müssen. Und da muss man eine ganz andere Form der Auseinandersetzung suchen. Und für die politische Bildung glaube ich auch, wie gesagt, Infektionsgesundheitsschutz, das oder auch das ganze Thema Gesundheitswesen, das sind ja eher Themen, die in der Vergangenheit nicht so von größerem Interesse waren. Das ganze Thema Care-Arbeit, ne? Das finde ich, sind Riesenthemen, die ich finde, die gehören jetzt unbedingt auf die Agenda der politischen Bildung. Frage dann an euch als Stiftung, was könntet ihr an Unterstützung und Kooperationen vielleicht an der Stelle auch noch anbieten? Genau, also was wir gerade entwickeln, ist so eine Art pädagogisches Material, was eigentlich nur eine PowerPoint-Präsentation ist, wo wir versuchen, nochmal ganz, ganz einfach mit den einfachsten Verschwörungserzählungen aufzuräumen und so ein bisschen nochmal erklären, wie aus unserer Sicht Verschwörungserzählungen funktionieren und welche Bedürfnisse sie dadurch befriedigt werden. Das ist so ein was wir innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen gerne online stellen würden und was alle Leute gerne
nutzen können. Und ich weiß jetzt nicht, wie diese Lizenz heißt, aber die sie auch gerne weiterverwenden können. Ne? Wir haben dieses Heft, was ich gesagt habe, und was wir eben auch nochmal anbieten können, uns gerne für Inputs oder Ähnliches einzuladen oder auch für einen kollegialen Austausch. Wir haben zwei Projekte, die sich explizit mit diesem Thema Verschwörungserzählung auseinandersetzen. Das eine ist, wo es um die Generation 40 plus geht, wo wir mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen Methoden und Zugänge entwickeln. Und das andere ist so ein bisschen so ein Projekt, was an Kapazitätsbildung bei Kindern und Jugendlichen, also so ein bisschen Peer Education ansetzt, mit Fokus auf Sachsen, wo man aber auch nicht nur auf Schule, sondern auch Schulumfeld und Jugendeinrichtungen setzt. Und die werden auch, die haben so ein 8 Punkte für so eine Argumentationshandreichung entwickelt, die auch auf unserer Website als Artikel zu finden ist. So, aber die sind, glaube ich, auch, die freuen sich total auch auf den Austausch und sind total offen für Angebote. Also wenn ihr sagt, ihr habt hier was Spannendes, was wir gerne ausprobieren könnten, aber auch, wo ihr, wenn ihr Hilfe braucht oder Lust auf Diskussionen und Austausch habt. Das nehmen wir doch sehr gerne noch mit. Ich würde aber trotzdem die Runde gerne noch abschließen mit der Frage, wir haben gemerkt, es ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, viele Akteure, die adressiert werden müssen. Ihr habt euer Papier auch unter anderem geschrieben, um auch die Politik nochmal stärker darauf hinzuweisen, was passieren muss. Und da wäre einfach die Frage, was könnten vielleicht auch Forderungen sein, die die Akteure der politischen Bildung und der Zivilgesellschaft in diesem Bereich aus deiner Sicht gemeinsam vertreten müssten gegenüber der Politik? Naja, einer dieser Grundgedanken ist eben wirklich, dass Infektionsschutz, Corona-Schutz nicht ohne die Auseinandersetzung mit Fake News und Verschwörungserzählungen funktioniert. Und man kann ja wirklich irgendwie gucken, dass bestimmte Krisen, das muss jetzt ja nicht die Corona-Krise sein, kann auch die sogenannte Flüchtlingskrise oder die Euro-Krise oder die Finanzkrise sein, dass das ja nach sehr ähnlichen Mechanismen immer abläuft. Und dass man das nicht ignorieren kann, dass das Leute zu ihrem politischen Vorteil nutzen. Und wenn ich hier jetzt unter uns so frei sprechen darf, dass rechtspopulistische bzw. rechtsextreme und rechtsradikale Fraktionen in den Landesparlamenten und im Bundestag das nicht stärker bis jetzt hätten nutzen können, das ist ja einfach ein großes Glück aus unserer Sicht, ne? Weil das ja auch viel mehr Infizierte und viel mehr Tote bedeutet hätte. Aber ich finde, mir ist es auch wichtig, dass wir die Auseinandersetzung da klar halten und dass wir auch eine klare Grenze zu antidemokratischen Akteuren behalten. Und wie gesagt, ich kann nur dazu raten, das hatten wir auch in der Breakout-Session, die Auseinandersetzung so früh wie möglich beginnen. Weil wenn man sie nach hinten verschiebt, führt es mittlerweile zu irreversiblen Brüchen und dadurch hat niemand was gewonnen. Also lieber die Auseinandersetzung nicht vertagen, sondern morgen das Seminar dazu anbieten. Herzlichen Dank, Timo. Ich fand ein sehr spannendes Gespräch. Viel zu kurz natürlich für die Themen, die angesprochen waren, aber wir bleiben gerne auch, glaube ich, alle im Kontakt, auch in dieser Suchbewegung, die gerade stattfindet. Was kann man da noch für neue Antworten entwickeln? Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst heute. Tausend Dank euch und vielen Dank auch für die Breakout-Sessions. Das fand ich wirklich auch sehr gut. Spannende Leute kennengelernt.